Die Iron Pickaxe ist gerade schon wieder verbrannt. Ey, die Lava will mich doch... So, welche Insel haben wir denn noch nicht angesteuert? Welche fehlt denn noch? Das weißt du zufälligerweise gerade nicht, ne? Nein, zufällig nicht. Na gut, muss ich jetzt mal gucken. Kurz mal AFK. Okay. Mal kurz. Also, irgendeine haben wir bestimmt noch vergessen. Die Frage ist nur, welche. Könnte sein, dass wir die nicht haben? Ja, die haben wir nicht. Sorry, mit. ich hatte gerade irgendwelche Pillen an den Händen. Was auch immer du für Sachen machst, dass du irgendwelche auf einmal irgendwas an den Händen hast, ey. Wobei, will ich das wissen? Ich glaube, nein. Miau. Miau. So. Eigentlich breche ich ja definitiv auch eine meiner Regeln. Das wäre? Ich habe eigentlich immer gesagt, dass ich nicht am, PC esse. Das habe ich auch mal eine Zeit lang als Regel gehabt. Das Recht, auch fürs, das Recht auch für Streaming oder Aufnahme, aber das hat sich dann irgendwann mal... Weißt du noch, wie akribisch ich damals drauf geachtet hatte, dass das eigentlich nicht ist bei mir? Weißt du das noch? Das war auch schon... Also das Recht in Aufnahmen, wo es dann mal hieß, so Essen ist jetzt nicht. Hattest du eigentlich jetzt soweit so viel Kobbel abgebastelt, dass ich mir da jetzt eine Pickel mal kurz draus machen kann? In einer der Kisten ist noch Kobbel drin, ja. Weißt du, Ordnung haben wir überhaupt nicht irgendwie, ne? Ich könnte jetzt sagen, Männer und das Zusammenleben mit ihnen, ein Mysterium, was nie... Das ist ja nicht so, als ziehst du das nicht selber durch und achtest da nicht drauf. Also sei mal ruhig. Meine Wohnung ist blitzeblank sauber, also. Es geht hier um das Projekt, Mensch, nicht um deine scheiß Bude. Jetzt hör auf, meine Wohnung zu beleidigen, die ist nicht scha... Ach, Alter! Jetzt craft ich gerade eine Hohe anstatt. Oh, das ist noch harmlos. Ich habe gerade einfach ungewollt einen Notenblock gecraftet. Wow. Der steht da irgendwo. Das würde jetzt hart mein Brain fucken, aber ganz hart. Ja, guck doch, da müsste irgendwo der Notenblock stehen. Ja, nee, die wurde. Ja. Ich suche ihn gerade. Der ist bei dem Monument, wo die Kiste ist, oben, wo die Questchest ist, oben irgendwo habe ich ihn drin gesetzt. Immer diese tollen Musiker hier. Nee, ich hab's ein bisschen selber, also das war ein Fail meinerseits. Alter Vater, ey. Da wollte ich jetzt keinen Block hinsetzen. Dankeschön. Ja, also ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich die Insel irgendwie ein bisschen umgehen kann. Wir haben keine Federn, oder? Nee. Nee, aber wir haben doch auf irgendeiner Insel spawnen doch, glaube ich, Hühner, oder nicht? War das nicht so? Ja, Babyhühner. Aber die geben in der Regel keine Federn. Ja, aber die werden ja nicht für immer klein bleiben, also... Ich kann ja mal ein bisschen Bone Meal mitnehmen und gucken, ob die dann damit wachsen. Mit Bone Meal! Mhm. Okay. Jo, Chrissy, alles gut. Ja. Wenn man sich dann nicht irgendwann mal verläuft. Ja, also...
irgendwie wird es langsam schwierig zu wissen, wo man noch lang geht, weil irgendwo führen irgendwie irgendwelche Wege lang. Übrigens, von der... Ah ne, da waren wir ja schon. Von der, ich glaube, das ist die Meloneninsel, geht auf jeden Fall noch ein Weg rüber. Also da müsste noch eine Insel sein, die etwas größer ist. Ja, ich weiß, aber die... Hi, Michael. Auf dem Weg bin ich schon lange. Auf dem Weg bin ich schon. Okay. Jetzt regnet es. Moment, laufe ich jetzt gerade? Wow. Ey, was hab ich? Ja, geil. Was jetzt los? Müssen wir doch noch. Da müssen wir uns jetzt nur noch irgendwie IC treffen, ne? Maike hat es geschafft, auf HS einzureisen. Kenne ich den? Nein? Gut. Maike, der war auf State. Helf mir mal gerade kurz, wie du auf State gehießen hast oder heißt. Aber gut, ob ich den mit meinem Char da getroffen habe, weiß ich ja nicht. Weil das ein Cop-Char war, mit den Cops hatte ich nie, bis jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt. Du warst halt auf State, warst du ja ein Cop. Ärmer Frank Brehm, ne? Ah ne, Dean Lamb. Dean Lambs Leben heißt der Titel auf State 5, ja. Genau, Michael Bauer war er auch, oder ist er auf State. Ich glaube nicht, dass oder er... Ich glaube nicht, dass der dass sein Char Dean Lamb kennt. Also, bei mir sagt der Name jetzt nämlich nichts. Kenne du einen Dean Lamb? Ein Dean L-E-M-P? Die Cops auf State 5 ist sowieso interessant. Wir haben einen in der Gang Force drin, der war mal OG einer Gang. Tja. Kann man machen. Mal so tuten. Nee, leider nicht. Okay, gut, dann kennt er und also dich nicht. Nee, dann bringt das nichts. Mich kennt er ja mehr oder minder auch nur über, weil ich halt Cop war und weil wir ja damals mit Frank Buschmann, wo ich immer noch mir überlege, sag mal, Leute, ihr wisst aber schon, dass Frank Buschmann eigentlich ein Ex-Run-NFL-Kumpel war. Auf State 5 sind die Namen, wird auf den Namen nicht so geachtet wie jetzt auf Homestate. Soweit ich weiß, hatten wir auch einen auf dem Server, der hieß Ralf Schmitz, also... Alter, die... Auf Homestead wollten die noch nicht mal Katzenfote haben. Ich finde ja, das belastend. Stimmt. Eigentlich war ja geplant, dass... Nee, wolltest du mit Katzenfote oder für welchen... Ja, doch, ja. Mit Katzenfote wolltest du eigentlich doch, drauf. Dass eigentlich Frank Brehm und die Katzenfote sich kannten. Das haben wir dann umgeändert auf Nicole Harmony und Frank Brehm kennen sich. Richtig. Du, eine Frage. Haben wir noch irgendwo Flint? Hatten wir jemals Flint? Ja, ich habe gerade Flint gefunden. Jetzt brauche ich nur noch zwei Sticks und ich bin happy. Wen hattest du denn bei der Einreise? Jetzt erzähl mal was von der Einreise. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich bin ja jetzt mal gerade neugierig. Hattest du da auch einen total hochgestochenen oder eher dickere oder... Ich habe ja verpasst, meine Einreise zu streamen. Die Frage ist halt, wolltest du sie streamen oder nicht? Darum geht's. Auf der einen Seite ja. Weil ich halt gesagt habe, es wird mit Sicherheit die Leute interessieren, wie du bei Homestate einreist. Auf der anderen Seite wollte ich es aber eigentlich nicht machen, weil ich wollte den Leuten dieses... den Surprise-Moment der Einreise eigentlich nicht verderben. Ich hab's ja damals gestreamt und es gibt ja auch sogar ein Stream-Highlight dazu auf meinem Kanal. Ich weiß. Und ich wollte halt, wie gesagt, das Beste, die Einreise geht eine Stunde und das Stream-Highlight habe ich auf 20 Minuten runtergekürzt. So. Aha. Hast du Dinge weggeschnitten? Ja.
Nee, ich wollte halt ehrlich gesagt da ein bisschen so den Leuten die Spannung IC nicht rausnehmen. Also ich wollte schon, dass die dann halt auch gerne IC dann das erleben, wie man einreist auf Homestate. Ja, aber das ist ja auch teils unterschiedlich, was du für Leute hast, mit wem du die Einreise durchziehst. Ich meine, ich hatte halt drei etwas gebaute, die es ein bisschen so auf diese leicht dümmliche Schiene durchgezogen haben halt. Und es gab aber, ich weiß aber auch, dass es da welche gab, die etwas ins Arrogante gingen, ein bisschen ins etwas strengere, ernstere gingen. Ich meine, sie ziehen es ja so durch. Ich meine, die haben ja trotzdem alle die Auflagen, dass man ja über die Einreise ja checkt, Moment, lohnt sich oder lohnt es nicht. ziemlich muffelig drauf. War das so ein Typ, der immer sehr, sehr hoch, Was kreist da die ganze Zeit rum? hat der immer so ein bisschen hochgestochen geredet? Wollen wir Lapis? Ich Ah, hab hier dann Lapis. können wir später, glaube ich, noch gebrauchen. Dann war das wahrscheinlich sogar derjenige, der mit mir die Einreise hatte. War das so einer, der irgendwie sehr hochgestochen geredet hat, so nach dem Motto, ja, was ist denn Ihre, sagen wir mal, Intuition auf diese Insel zu kommen? War das so einer? Dann hatten wir nämlich den gleichen bei der Einreise. Wenn Ich man fand will, das RP irgendwie total geil mit dem, ganz ehrlich. wenn man sich meine Einreise anschauen will, soll man sich entweder das Stream Highlight auf YouTube angucken oder die komplette Einreise, die habe ich als Highlight abgespeichert auf Twitch, kann man sich darüber anschauen. Also ich finde, also an sich ist das cool, wie sie das machen, weil sie halt damit auch ein bisschen checken wollen, wie ist die Person RP-technisch so drauf, wie reagiert sie auf bestimmte Sachen. Das ist schon cool so, finde ich. Ja, der, wie gesagt, der eine Typ, den ich dabei hatte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob der auf Homestead noch spielt oder nicht, oder wo der hingegangen ist. Der hat das halt null gecheckt, was der Typ von dem wollte. Der hat halt wirklich null gecheckt, was der Typ im hochgestochenen Jargon so gesagt hat. Das heißt, der hat auf keine wirkliche Situation perfekt reagiert, oder was? Ja doch, er hat drauf reagiert, aber halt so mit ja, Gangslang und ein bisschen mit so, ja, jo, weißt du, ich hatte damals gar nichts und ich kann auch nicht lesen und ich bin auch nicht so richtig gebildet. Ich hatte nur meine Street Arts und ich verstehe dich teilweise nicht, was du so von mir willst. Halt so auf die Art. Okay. Ich weiß noch, in meiner Einreise mussten wir auf einmal angeblich den Ententanz machen. Wir gingen dann raus, langsam nach oben. Die haben dann ihren Arsch Richtung den anderen Fensterscheiben damals hingestreckt und alles. Und keine Ahnung. Also ich hatte echt die komische, recht interessante Einreise, Leute. Also ich meine jetzt die Einreise mit uns gemacht haben. Der Typ, mit dem ich zusammen eingereist bin, ich weiß auch gar nicht mehr, ob der noch eigentlich noch da ist. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da hatte ich echt Glück. Also meins war wirklich eine sehr chillige Einreise. Meins auch. Wir sind im Endeffekt, saßen wir halt nur in diesem Raum drin und haben über uns erzählt. Aber Upsa. ich fand das halt so geil, weißt du? Ich hätte echt am allerliebsten bei dem Scheitertypen sofort gerage-quittet. Ich hätte wirklich am liebsten total gerne gerage-quittet. Ich ging so zum Schalter. Ich würde jetzt. Ich möchte gerne einer so. Ich möchte auch ganz schön vieles. Ich so, okay, Nein, ich will hier einreisen. Ja gut, dann tanz mal für mich. bei mir war das tatsächlich bei dem Scheiter der Typ, weißt du, so nach dem Motto, ich gehe hin, stell mich so vor den Scheiter. Ja, hallo, Harmony hier, ich wurde gerade eben von da oben runtergesendet zu Ihnen. Bist du eine Transe oder ein Mann? Ey, ich hätte so gerne sofort Rage gequittet, ey, sofort Alt F4 und fick dich. Einfach nur Alt F4 und fick Bist du dich. eine Transe oder ein Mann?
hätte echt am liebsten total gerne Rage gequittet und dann habe ich gesagt, nee. Du hättest so den Spaß machen sollen. Soll ich die Hose runtermachen? Kannst du es sehen? Nee. Wie gesagt, ey, ich habe dann nur noch so gesagt, so nach dem Motto, okay, komm, Alter, zieh's einfach durch. Es ist RP. Es ist einfach nur RP. Reg dich nicht auf. Das ist nicht sehr hell hier, Leute. Ich weiß das. Ich versuche gerade hier irgendwie Licht hier reinzukriegen. Aber wie gesagt, ey, das war echt der Moment, wo ich so dachte, so, ah, geil, Rage Quitter. Homestead, nein! Auch das war doch das Beste. Du weißt doch, die Stelle am Mimmerpark. Du lockst dich später aus und dann krieg ich so die Frage zu hören, war das jetzt eine Frau? Und Mila so, ja, natürlich! Ja, komm, das war eher am allergeilsten, so nach dem Motto, bist du, jetzt mal Real Talk, bist du eine Frau? Ja, Mila, glaube ich so, ja, guck mal, die hat Brüste, siehst du das nicht? Ich hab Brüste, sofort mal mir runtergucken, oh, ich hab wirklich Brüste! das sind halt diese Sachen, die nur RP schreiben, das ist, Es gibt einfach so Sachen, da sieht man einfach, wie geil das einfach ist, wenn das über so spontan Sachen so passiert, ey. Definitiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also so bis auf halt diesen einen Moment bei der Einreise und halt auch dann mit Mila und den Jungs, hatte ich echt bis jetzt noch keine Probleme auf dem Server. Also die sehen alle wirklich nur, okay, du bist eine Frau, Punkt, deinen Hintergrund lassen wir alle weg und gut ist. Ja, man muss halt natürlich an sich dazu sagen, es ist ja auch ein Hardcore-RP-Server, ne? Ja gut, und ich sag halt ganz ehrlich, natürlich spiele ich den Hintergrund auch aus, er gehört ja zu mir, aber an sich sehen die mich halt alle als Frau. Was auch gut ist, weil es ja auch so ist. Ist doch gut, deswegen, aber an sich, und das, ich weiß halt nicht, ob du ein bisschen den Unterschied merkst zu den anderen Servern, wo du halt bis jetzt... Nein! Eigentlich schon wieder dunkel. Ich weiß halt nicht, ob du den Unterschied zwischen den Servern merkst, erst recht, weil das ist ja ein richtiger Hardcore-Server. Da wird ja richtig drauf geachtet und was weiß ich. Und deswegen. Hm. Alter, ich hab noch eine Fackel vergessen. Ich bin so dös. Du weißt doch noch bei uns die Situation oben am Angelladen, ne? Oh, schon wieder. Angelladen? Aber. Ja, da oben bei dem Angelshop, wo wir mit Milli RP gemacht haben. Ja, das war vor 2-3 Tagen, ja. Richtig. Da habe ich tatsächlich im Stream dann auch von einem zu hören bekommen, nach dem Motto, gute RP-Qualität. Weil ich das halt auch dann wirklich ausspiele, so nach dem Motto, ja, ich stelle mich halt nicht nur ans Feuer, mach das Herdstellmenü auf und brate, sondern knie mich halt hin. Okay, jetzt filetieren wir die und legen das dann ins Feuer und so. Naja, das gehört ja dazu. Ich meine, hey, als wir jetzt den Erste-Hilfe-Kurs haben, sagte ich ja jetzt hier so, fertig. Nee, da habe ich ja auch alles so gesagt, was Phase war und dies, das. Ich sag dir ganz ehrlich, würde das mit dem Tanken natürlich auch klappen? Also so wie zum Beispiel jetzt auf anderen Projekten, dass du halt tatsächlich dich bewegen kannst und nicht halt so, ich sag jetzt mal ganz blöd, starr halt in der Gegend stehst. Du meinst zum Beispiel in so einer Tankanimation oder was? Nee, nicht in einer Tankanimation, sondern einfach, dass du halt ein bisschen dich bewegen kannst. Wobei du kannst rein theoretisch das Fenster mit Escape schließen. Der macht trotzdem weiter. Achso, also das läuft im Hintergrund. Das wusste ich gar nicht. Aber... Ja, du musst ja irgendwie bezahlen. Wie willst du denn, wenn das Weg-Escapes dann noch bezahlen können? Das läuft im Hintergrund. Du kannst dann tatsächlich das Ding weg, also auf E drücken, dann Benzin, Diesel, Strom auswählen, kannst das Ding weg-escapen
und kannst dann, wenn du so denkst, okay, das ist fertig, wieder zur Zapfsäule gehen, auf E drücken und du siehst dann den aktuellen Status davon. Also, das habe ich noch gar nicht getestet. Interessant, wusste ich gar nicht.